So, moin moin, hier ist wieder der Jörg von YouTube Joggler 66 und Hour of the Truth, wie ich das auch gerne nenne. Und heute habe ich mich hier eingefunden zu einer weiteren Lesung, Zusammenfassung des Buches Herrscher des Bösen, Rulers of Evil von F. Tupper Saucy. Wir sind ja inzwischen im Kapitel 9 zurechtgekommen, wo ich jetzt anfange zu lesen, und ich werde da ein bisschen tiefer eingehen, als ich eigentlich geplant hatte. Weil Tupper Saucy gibt in diesem Kapitel, das heißt Securing Confidence oder die Sicherung des Vertrauens, Stichworte und führt kurz an, was in diesen Stichworten gemeint ist. Und ich habe mir die Mühe gemacht, die tatsächlichen vatikanischen Dokumente rauszusuchen, und da werde ich einen Teil von vorlesen. Deswegen wird die Lesung vielleicht ein wenig länger sein. Aber sie wird euch in vielen Teilen die Augen öffnen, wenn wir sprechen über wer die Medien, nenne ich es jetzt mal, nicht nur dass die Unterhaltung, die Filmindustrie, sondern im Grunde alle Medien, das natürlich die Unterhaltungs- und Filmindustrie komplett mit einschließt, wer das kontrolliert und warum er das kontrolliert und wie er das kontrolliert. Nur, ich warne jetzt schon mal, und das wird erst nach ein paar Minuten in der Lesung kommen, ich warne jetzt schon mal, dass das absolute Papstsprache ist. Und dass ihr natürlich jedes Wort, das ich euch aus dieser vatikanischen Webseite vorlesen werde, abwägen müsst im Verhältnis zu, was das bedeutet, wenn man das wirkliche Wort Gottes kennt, was er meint. Also ein bisschen Denken ist angesagt, und dass ihr euch gut konzentriert, wenn ich das vorlese. Weil ich kann natürlich nicht jedes Wort umdrehen, aber das ist genau das, was die römisch-katholische Kirche macht. Das haben wir ja inzwischen schon gelernt. Also, Kapitel 9 von Herrscher des Bösen heißt die Sicherung des Vertrauens. Und übrigens nochmal kurz zurückkommen auf meine letzte Lesung. Da hatte ich gesprochen von dem Kadavergehorsam und habe fälschlicherweise das im Video Ordo ad Cadaver genannt. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Das heißt Perende ad Cadaver. Ich werde das auch noch im Video anpassen, in der Beschreibungsbox, dass ich darauf hinweise, aber da habe ich wirklich den Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, was da über mich gekommen ist. Es ist Ordo ab Kao, das ist eine Sache, und Perende ad Cadaver ist der Kadaverhorsam. Das nur mal eben zur Rechtsetzung. Im dritten Teil der Lesung. Aber ich bin auch nur ein Mensch und kann eben auch mal Fehler machen, ne? Hauptsache, ich erkenne sie und korrigiere sie. Gut, also, wir sprechen über das Entertainment und die Filmindustrie. Und das heißt also die Sicherung des Vertrauens. Es war unvermeidbar, sagt Tupper Saucy in dem Buch, dass die Jesuiten durch das Konzil von Trient als oberste Lehrer in Europa eingesetzt wurden. Nun, das Konzil von Trient, ihr werdet euch ja noch erinnern, da hatten wir letztes Mal mit abgeschlossen. Das war das Konzil, das 1545 eingesetzt wurde und in welchem die Jesuiten die Übermacht hatten darin. Und das war im Grunde von Papst Leo dem Zehnten einberufen worden, Papst Leo dem Dritten, Entschuldigung, der ja die Jesuiten anerkannt hatte mit seiner Regimini Militantis Ecclesiae, um sich mit den Protestanten so gesagt zu versöhnen. Nur wie die römisch-katholische Kirche sich versöhnt, ist ja auf ihre eigene Art und Weise, und das ist eben, dass sie, die römisch-katholische Kirche, außer derer es kein Heil und keine Errettung gibt auf dieser Welt, wie der Papst meint, dass sie sagt, was Sache ist, sie verändert sich nie, alle anderen müssen sich verändern zu ihr hin. Aber das werden wir ja auch weiterhin noch sehen in dieser Lesung und wenn wir über die römisch-katholische Kirche sprechen. Also es war unvermeidbar, dass die Jesuiten durch das Konzil von Trient als oberste Lehrer in Europa eingesetzt wurden. Bis 1556 waren drei Viertel der Mitglieder der Gesellschaft Jesu in 46 jesuitischen Colleges im Auftrag, das Lernen gegen das Lernen tätig, um den Verstand der Studenten mit dem Lernen von erleuchtetem Humanismus, hallo, erleuchteter Humanismus zu indoktrinieren, anstatt sich durch Bibelstudium fortzubilden. Wir erinnern uns ja noch, was Martin Luther 1520 darüber gesagt hatte. Dieses Netzwerk sollte sich bis 1749 auf 669 Colleges, 176 Priesterseminare, 61 Studienhäuser und 24 Universitäten ausweiten, die teilweise oder vollständig unter jesuitischer Führung waren.
Dr. James J. Walsh war Dekan an der Fordham University Medical School, seine Jesuitenuniversität in den Vereinigten Staaten von Amerika. Laut Dr. Walsh war die Mehrheit der Gründungsväter der amerikanischen Republik, also hier sagt es ein Jesuit von einer Jesuitenuniversität selbst, die Mehrheit der Gründungsväter der amerikanischen Republik, das heißt die Gruppe von Männern, die die Unabhängigkeitserklärung ausgearbeitet und unterschrieben haben, die führende Köpfe bei der amerikanischen Revolution waren und die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika formulierten, in kolonialen oder vergleichbaren Colleges in Übersee unterrichtet worden, die nahezu lückenlos den Lehren der Jesuiten folgten, das jesuitische Ratio Studiorum. Diese Tatsache fehlt so gut wie vollständig in den historischen Betrachtungen über das amerikanische Bildungswesen. Eingebettet, fährt Tapassorsi fort, in Ratio Studiorum waren Elemente, die der Unterhaltung dienten, der dramatischen Ausdrucksweise, Komposition, Rhetorik und Eloquenz. Diese Kurse waren in Verbindung mit spirituellen Übungen, das ist ja, wofür Ignatius Loyola hauptsächlich steht, seine Spiritual Exercises, die spirituellen Übungen, waren also diese Kurse in Verbindung mit den spirituellen Übungen dazu gedacht, die Erfahrungswelt der katholischen Doktrin, bitteschön, der katholischen, der universellen Doktrin über die Bibel und den Protestantismus zu erhöhen. Das führte zu einem Genre von spektakulären Theaterstücken, die als Jesuitentheater ausgezeichnet wurden. Die Arbeiten von Shakespeare zu der Zeit sind da nur ein Beispiel von. Es war übrigens nicht Shakespeare selbst, der die Stücke verfasste. Das sollte man auch mal wissen. Wenn man das richtig recherchiert, fahren wir hier fort zu erfahren, dass es viele Hinweise darauf gibt, dass es Sir Francis Bacon war, der die eigentliche Arbeit übernahm. Übrigens ist dies mit vielen sogenannten Persönlichkeiten der Fall. Sie waren alle nur die, zwischen Anführungsstrichen, Schauspieler. Diejenigen, die nach vorne kommen und die sich den Ruhm einheimsen, die in der Öffentlichkeit gefeiert wurden für Leistungen, die eigentlich den kranken Gehirn der Jesuiten entsprangen. Und das auch heute noch tun. Wenn wir uns mal anschauen, was alles den kranken Gehirn der Jesuiten entspringt, da muss man ja nur nach Hollywood gehen. Dann sieht man ja schon, was da so los ist und was da alles rauskommt. Aber da später noch zu. Die Geschichte liefert uns viele Beispiele. Aber ich kann da wirklich jetzt nicht drauf eingehen im Detail, denn das wäre ein Buch für sich ganz alleine und ich schreibe keine Bücher. Auf jeden Fall erfahren wir weiter, wenn wir im Buch Herrscher des Bösen lesen, dass Edison den meisten nur bekannt ist als Erfinder der Glühbirne. Er hat jedoch noch weitere wichtige Dinge erfunden, wie zum Beispiel das Kinetoskop. Daher kommt das Wort Kino. Edison hatte einen Kosenamen für die mit Teerpapier ausgekleideten Studios in West Orange, New Jersey, wo alle seine Filme in originaler Erstfassung entstanden. Er nannte sie Schwarze Maria, ein Begriff, der treffend das Bild der Schwarzen Madonna von Montserrat beschreibt, der Inigo de Loyola sein Leben, wie wir erfahren haben, 1522 widmete. Das war Edisons Kosename für sein Studio. Die Schwarze Madonna von Montserrat. Die Schwarze Maria. Es ging darum, die katholischen Nationen Zentral- und Mitteleuropas in einer pangermanischen Föderation zusammenzuführen. Das ist jetzt ein weiterer Abschnitt in dem Buch, geht eben mal von Edison und dem Studio, Ratio Studiorum eben weg. Also es ging darum, die katholischen Nationen Zentral- und Mitteleuropas in einer pangermanischen Föderation zusammenzuführen. Um die Föderation anzuführen, brauchte Ledokowski, der General der Gesellschaft Jesu in der Zeit des Zweiten Weltkrieges oder des Nazi-Regimes in Deutschland, das ja eigentlich ein römisch-katholisches Regime war, wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, natürlich. Also Ledokowski brauchte einen charismatischen Führer,
dessen Aufgabe es war, die kommunistische Sowjetunion im Osten, das protestantische Preußen, das protestantische Großbritannien und die Republik Frankreich im Westen zu unterwerfen. Na, Ledochowski entschied sich für den katholischen Militaristen Adolf Hitler. Der Bischof Berning von Osnabrück im Jahre 1936 erzählte, dass zwischen dem Nationalsozialismus und der katholischen Kirche kein wesentlicher Unterschied bestände. Er argumentierte, dass doch die Kirche Juden wie Parasiten betrachtete und sie in Ghettos eingesperrt hatte. Zitat: "Ich mache doch nur", prahlte er, "was die Kirche seit 1500 Jahren gemacht hat. Nur effektiver." Zitat Ende. Außerdem erzählte er Berning, dass er selber ein Katholik war, das Christentum bewundere und verbreiten wolle. Hier muss ich doch mal eben eine kleine Nota einfügen. Er erzählte Berling, dass er Katholik war. Das muss er Berling nicht erzählen, das kann man auch selber nachforschen. Hitlers Vater war Katholik, seine Mutter war katholisch. Sein Vater hat ihn sehr, sehr streng erzogen. Das ist kein Grund, sich zu so einem Menschen zu entwickeln, wie Adolf Hitler das getan hat, aber das ist ein anderer Grund. Aber dass Adolf Hitler katholisch war, ist absolut kein Geheimnis. Und das werden wir auch später noch in diesem Buch sehen, schätze ich mal, weil ich dann zu der Veröffentlichung komme, die der Diktator Franco in Spanien veröffentlicht hatte nach dem Tod von Adolf Hitler. Da gibt es ein sehr interessantes Zitat, das damals durch die Zeitungen ging. Ja? Weiß jetzt nicht, ob das in diesem Teil des Buches vorkommt, aber es kommt vor. Und wenn nicht, fragt mich, dann lese ich euch das gerne mal vor und beschreibe euch, wo ihr das finden könnt. Also, Hitler war ein Katholik. Und er bewunderte das Christentum, das er verbreiten wollte. Das klingt schön. Aber wenn man weiß, dass der römische Katholizismus, die römisch-katholische Kirche, keine Christenkirche ist, dann weiß man, dass er den Katholizismus verbreiten wollte. Und der hat nichts, wie wir ja inzwischen doch hoffentlich gelernt haben, nichts mit dem Christentum zu tun. Aber das ist natürlich das eine, was man nach außen hin sagt und das andere, was man nach innen hin meint. Das ist exoterisch für die äußere Lehre und esoterisch für die innere Lehre. Ich möchte das Christentum verbreiten und tue das mit römisch-katholischen Mitteln und Menschen und Hilfen und Geldern. Nur damit verbreite ich nicht das Christentum, das Christus vertreten hat, Jesus Christus vertreten hat, das die Bibel vertritt. Damit vertrete ich nicht den Gott von Abraham, Isaak und Jakob, damit vertrete ich den Antichristen. Und Hitler hat gesagt, er ist Katholik und will das, wofür das die katholische Kirche steht, was sie als Christentum bezeichnet, verbreiten wolle. Das hat er ja auch ganz gut gemacht. Im Druck, fährt Autor Tapassorsi jetzt fort, bekam Ledochowskis pangermanisches Manifest die Form von Hitlers Autobiografie, die wir alle kennen als das Buch Mein Kampf. Das allerdings durch den Ghostwriter Pater Bernhard Rudolf Stempfle geschrieben worden war. Dieses Buch Mein Kampf erhielt seinen Platz neben der Bibel auf den Altären der deutschen Kirchen. Nun stellt euch mal vor, es gibt einen protestantischen Pastor, zu der Zeit gab es ja noch viele protestantische Pastoren in Deutschland, die sagen, das Buch will ich aber hier in meiner Kirche neben der Bibel nicht haben. Und es gab sogar katholische Priester, die gesagt haben, das Buch will ich hier neben der Bibel in meiner Kirche nicht haben. Ja, dann wurden diese natürlich verfolgt. Und von daher hat Hitler auch viele katholische Priester gefangen genommen, in Konzentrationslager gesteckt. Das waren die Liberalen. Weil wir müssen ja verstehen, zu der Zeit, Zweiter Weltkrieg noch, oder kurz davor, zur Zeit des Dritten Reiches, war Deutschland noch ein Land, das sehr zum großen Teil sehr protestantisch war. Die Reformation, der Protestantismus, hat seinen Ursprung in Deutschland gefunden. Und es gab viele römisch-katholische Priester, die sich mit den Protestanten, ja, ich will nicht jetzt sagen zusammenschmelzen wollten, aber die oftmals
irgendwo gleichartige Gedankengänge hatten, gleiche Gedachte hatten und die auch dachten, dass man sich mit den Protestanten irgendwie arrangieren soll. Solche Katholiken nennt man Liberale. Und die Liberalen, das werdet ihr nur noch hören, wenn ich den Jesuiteneid jemals schaffe, ins Deutsche zu übersetzen und euch vorlese, ist auch eine Zielgruppe, die sich die Jesuiten zum Ziel gesetzt haben, sie zu vernichten. Und deswegen geht der Jesuitenorden auch rigoros gegen die eigenen katholischen Priester vor. Das ist überhaupt kein Problem für die, weil der Zweck heiligt die Mittel, dass am Ende die Kirche der Gewinner ist. Die römisch-katholische Kirche. Und wenn ich dafür katholische Priester opfern muss, dann tue ich das. Und wir werden auch im weiteren Verlauf dieses Buches noch sehen, wenn wir zu der Zeit kommen, wo die Jesuiten so gesagt verboten wurden, 1773, das kommt halt später, da werden wir auch sehen, dass selbst innerhalb des Jesuitenordens sogenannte hochgestellte Persönlichkeiten oder auch die einfachen Priester, eben die Jesuiten, geopfert werden für das Erreichen des größeren Ziels. Die gehen über Leichen und nicht nur über die Leichen ihrer Feinde, die gehen auch über die Leichen ihrer Freunde. Aus unserer Sicht. Weil Freunde haben die nicht. Die haben nur einen Vorgesetzten. Und das ist Papa Nero, der General des Jesuitenordens, der Gesellschaft Jesu. Stempfle jedenfalls war ein Jesuit. Für diejenigen, die es nicht schon ahnen konnten, dass ich das jetzt gesagt habe. Und Hitler war in allen Bereichen nur eine Marionette. Eine Marionette, wie die heutigen Politiker auch das alle nur sind. Sie führen die Befehle einer Schattenregierung aus. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, ach, da gibt es so viele Beispiele. Gaddafi, Saddam Hussein, Chavez, Lenin und so weiter. Eine schier unendliche Liste. Ja, dann werden sie entsorgt. Manchmal, wie bei Hitler oder Bormann, dürfen sie auch in Rente gehen, nachdem sie offiziell das Zeitliche gesegnet haben. Das ist dann den offiziellen sogenannten heroischen Todsterben und unerkannt im Untergrund weiterleben. Hitler hat noch Jahre über Argentinien nach Chile geflüchtet, in der Gegend in Südamerika gelebt. Bormann auch, und das kann man nachforschen, da gibt es Beweise für. Ja, manchmal wurden sie gerettet, manchmal wurden sie halt getötet. Ob Gaddafi jetzt irgendwo im Untergrund lebt, weiß ich nicht. Ob Saddam Hussein irgendwo im Untergrund lebt, weiß ich nicht. Und die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, Gaddafi, Hussein, Chavez, Lenin, das waren ja sowieso alles Mitspieler. Chavez, Hussein und Gaddafi waren alles Hochfreimaurer. Aber wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, dann können sie halt weg. Wir haben das Regime jetzt verändert, wir haben die Politik verändert, und die Leute brauchen wir nicht mehr, die können weg. Und manchmal dürfen sie halt überleben, im Untergrund, unerkannt, und manchmal werden sie halt wirklich weggeräumt. Was wird uns denn nun gelehrt in den Schulen über diese pangermanische Föderation, wie Tapper sie hier im Buch beschreibt? Wessen Idee ist also die heutige EU wirklich? Und hier mal eben einfügen, was ist die Europäische Union eigentlich? Wenn man das mit den richtigen Augen sieht, wenn man das sieht aus Sicht der Bibel, wenn man erkennt, wer uns sozusagen zwischen Anführungsstrichen regiert, dann kann man nicht umhin zu der Feststellung zu kommen, dass die Europäische Union, wie wir sie heute haben, nichts anderes ist als das wiederhergestellte Heilige Römische Reich aus dem Mittelalter. Wir kannten ja zum Beispiel das erste Deutsche Reich, das Heilige Römische Reich deutscher Nation zwischen 8 und 1800. Das war komplett vom Papst regiert. Und heute, die EU, ist auch komplett vom Papst regiert, natürlich. Glauben viele das nicht? Natürlich sieht man das nicht so, würde
wenn man mit normalen Augen durchs Leben geht, aber wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und mit bibelgeschulten Augen und Ohren durch diese Welt geht, dann sieht man und erkennt man das. Ich will jetzt gar nicht so groß abschweifen, aber schaut doch euch nur mal das Europaparlament in Straßburg an. Das ist eine Kopie des Turms von Babel. Und wer hat den Turm von Babel gebaut? Nimrod. Naja. Also, die Frage ist, wessen Idee ist also die heutige EU wirklich? Ist das die von Hitler? Der ja auch die ganze Welt unter sich vereinen wollte. Es war seine neue Weltordnung. Er wollte ganz Europa unter sich vereinen und deswegen ist ein Krieg ausgezogen und hat gesagt, ja, wenn ihr mir nicht gehorchen wollt, dann muss ich halt den Krieg führen gegen euch. Ist die heutige EU also die von Hitler, die Idee? Oder ist das die Idee der römisch-katholischen Kirche? Wessen Idee ist ebenso die der, zwischen Anführungsstrichen, neuen Weltordnung? Die ja im Grunde nichts anderes als die alte Weltordnung herstellt. Ist die Idee der neuen Weltordnung die Idee der Juden? Ist das die Idee der Freimaurer? Ist das eine Idee von internationalen, globalisierten Unternehmen? Ist es die Idee von diversen Geheimgesellschaften, zum Beispiel den CFR, also der Rat der außenpolitischen Beziehungen? Ist es die Idee der Trilateralen Kommission, der Bilderberger, des Rates der 300, des Clubs von Rom und alle, die ich noch vergessen habe aufzuzählen? Ist das deren Idee? Die Idee der neuen Weltordnung? Oder werken und wirken all diese unter der Aufsicht, unter der Kontrolle, der Obhut und im Auftrage des Pontifex Maximus und des schwarzen Papstes, dem General der Gesellschaft Jesu, für die Agenda des Teufels? Ich denke, dass dieses Buch, je weiter wir in unserer Studie kommen, diese Frage perfekt beantwortet. Und jetzt schweife ich mal kurz ab, ohne die vorherige Zusammenfassung, die ich gemacht habe, zu lesen, und komme zu dem, was der wichtige Punkt ist, was ich bereits angeholt habe, in der Unterhaltungsindustrie, in der Medienwelt. Im Jahr 1964, schon ein bisschen her, verkündete Papst Paul VI. Miranda Prorsus. Nun müsst ihr hierzu wissen, Miranda Prorsus wurde geschrieben von Papst Pius XII. Da gehe ich dann gleich drauf ein, wenn ich das vorlese. Und zwar 1957. Jetzt gehe ich mal eben in die kleine Vorbereitung, die ich gemacht habe. Die ist ein paar Seiten lang und wie gesagt, voll mit Papstsprache. Ja? Gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Also haltet euch fest. Naja, lehnt euch im Stuhl zurück und genießt, was ich euch jetzt vorlese. Hört gut zu und hier und da muss ich natürlich ab und zu mal, glaube ich, einen Kommentar machen, weil manchmal wird es einfach zu lächerlich. Fängt schon im ersten Satz an, habe ich gleich sowas. Pass mal auf. Also es geht um das Rundschreiben, das heißt Miranda Prorsus. Kann man im Internet finden, in verschiedenen Sprachen, unter anderem in Deutsch. Dieses Rundschreiben geht über Film, Funk und Fernsehen. Jetzt lese ich erstmal vor, womit das selber anfängt. Rundschreiben unseres heiligen Vaters Pius XII. Durch Gottes Vorsehung Papst. An die ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen, Primaten. Ich kann mich jetzt schon vor Lachen kaum noch im Stuhl halten, aber bei Primaten denke ich immer an Affen, weißt du? Und das passt ja irgendwie zusammen mit der Evolutionstheorie, nachdem sie meinen, dass wir Menschen von den Affen abstammen, dass sie dann in der römisch-katholischen Kirche auch Primate haben, finde ich dann irgendwie ganz lustig. Durch Gottes Vorsehung Papst, naja, ich lasse das jetzt mal eben unkommentiert so beigehen. Ihr könnt euch da eure eigenen Gedanken drüber machen, welchen Gott ihr da meint natürlich, aber da kann ich ja nicht bei jedem Wort drauf eingehen. Also, die Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe und die anderen Oberhirten, Oberhirten, die in Frieden und Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhle leben, über Film, Funk und Fernsehen. Eben mal Zitat Ende hier. Die in Frieden und Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhle leben. Ja, es gibt also auch welche, die nicht im Frieden mit dem apostolischen Stuhle leben. Und was passiert mit denen?
Also, gegeben zu Rom am Grabe des heiligen Petrus, das war jetzt künstliches Räuspern, am 8. September, dem Fest der Geburt der allerseligsten Jungfrau Maria. Langsam fange ich an, mich zu übergeben. Im Jahre 1957, dem 19. unseres Pontifikats. Jetzt füge ich noch mal eben was ein. Papst Pius XII., der mit bürgerlichem Namen Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli heißt. Eugenio Giovanni Pacelli, der seit 1917 den Vatikan im gesamten Deutschen Reich vertrat, also mit fast zum Ende des Ersten Weltkrieges hin, und das Konkordat mit Vizekanzler und Malteserritter von Papen am 20. Juli 1933 unterzeichnete. Das Konkordat zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan, der Holy See, wie das im Englischen heißt, der Heiligen See, dem Heiligen Seher, ist heute immer noch gültig. Untersuch das mal, habe ich auch getan. Ich dachte immer, dass sie uns erzählt haben, dass Deutschland entnazifiziert wurde und dass keine Nazi-Gesetze mehr gelten. Das Konkordat, das noch keine 4 Monate nach der Machtergreifung von Adolf Hitler 1933 abgeschlossen wurde, zwischen dem Vizekanzler und Malteserritter von Papen und Eugenio Pacelli, ist immer noch gültig. Der Leser dieses Rundschreibens sollte sich immer davon bewusst sein, dass wenn hier von Christen und Christentum gesprochen wird, immer römischer Katholizismus gemeint ist, der nichts mit dem Christentum, wie wir es als bibelgläubige Christen verstehen, gemein hat. Also, ich sag's nochmal, seid euch da bitte von bewusst, dass dieses Papier von Kasuistik und Sophistik gespickt ist. Das ist Papstsprache, das ist Jesuitensprache. Nur für diejenigen, die es nicht wissen, was ist Kasuistik und was ist Sophistik denn? Für diejenigen, die diese linguistischen Ausdrücke nicht kennen. Kurze Erklärung vorweg. Also das Papier ist gespickt mit Kasuistik und Sophistik. Kasuistik erklärt sich folgendermaßen. Erstens, in der philosophischen Ethik und in der katholischen Moraltheologie wird das Wort Kasuistik erklärt. Es ist Teil der Sittenlehre, der für mögliche Fälle des praktischen Lebens anhand eines Systems von Geboten das rechte Verhalten bestimmt. Da muss man natürlich immer wissen, welche Sitten und welche Moral wird denn hier an den Grund gelegt? Das ist eben die Sitte und die Moral und die Tradition der römisch-katholischen Kirche und nicht die eines bibelgläubigen Christen. Ja? Also in der philosophischen Ethik, da fängt es schon mal an. Philosophie, wo hat das seinen Ursprung? Griechenland, das dritte Biest, der Leopard. Genau wie das vierte Biest, das den Körper des Leoparden hat. In der philosophischen Ethik und in der katholischen Moraltheologie wird Kasuistik gebraucht, da kommt es her. Es ist Teil der Sittenlehre, der für mögliche Fälle des praktischen Lebens anhand eines Systems von Geboten das rechte Verhalten bestimmt. Zweitens ist es eine Rechtssprache. Es ist der Versuch und die Methode einer Rechtsfindung, die nicht von allgemeinen, umfassenden, sondern von spezifischen, für möglichst viele Einzelfälle gesetzlich geregelten Tatbestände ausgeht. Bildungssprachlich, und das macht es jetzt, glaube ich, ziemlich deutlich, ist Kasuistik nichts anderes als spitzfindige Argumentation. Kasuistik ist Haarspalterei und Wortverdreherei. Und Sophistik ist Philosophie, geistesgeschichtliche Strömung, deren Vertreter die Sophisten waren. Oder Haarspalterei, Spitzfindigkeit und Wortklauberei. Und was ich jetzt weiter vorlese, ist halt damit gespickt. Es hat auch keinen Sinn, die Rechtsgültigkeit dieser Aussagen in Miranda Prorsus oder in dem weiterfolgenden Inter Mirifica, was noch beinahe viel wichtiger ist, wegen einer bestimmten Aussage, es hat keinen Sinn, die Rechtsgültigkeit dieser Aussagen anzuzweifeln, da diese vom Vatikan selbst getätigt wurden und auf ihren eigenen Webseiten für jeden zugänglich nachzulesen sind. Also,
Wenn ich euch jetzt gleich lehre, dass die römisch-katholische Kirche für sich beansprucht, das Oberrecht über die ganzen Medien und Unterhaltung zu haben, dann ist das keine Verschwörungstheorie von dem Spinner Joggler 66, dann ist das, weil ich die offiziellen Papiere auf den offiziellen Vatikan-Webseiten gelesen habe. Und das könnt ihr auch tun. Aber ich fasse es jetzt hier für euch zusammen. Ich hoffe, dass ihr Spaß dran habt. Die Quellen, von denen ich das habe, das ist von vatikan.va, der Webseite. Die werde ich natürlich in die Beschreibungsbox des Videos mit reintun, dass jeder sich ganz bequem durch das Anzuklicken das mal nachlesen kann. Also, Miranda Prosus beginnt mit einer Einleitung. Zitat: Die geradezu wunderbaren Erfindungen der Technik, und denkt daran, es ist 1957, auf welche die Menschen von heute, 1957, so stolz sind, sind ganz gewiss eine Frucht des menschlichen Scharfsinns und Schaffens. Sie bleiben aber doch Gaben Gottes, unseres Schöpfers, von dem alle guten Werke ausgehen. Denn er brachte das Geschöpf nicht nur hervor, er schützt und hegt es auch, nachdem er es geschaffen hat. Einige dieser Erfindungen steigern und vervielfachen Kraft und Leistung des Menschen. Andere verbessern seine Lebensbedingungen. Wieder andere, solche, die vornehmlich das Seelische und Geistige angehen, erreichen unmittelbar oder durch künstlich hervorgebrachte Bilder und Töne Millionen von Menschen. Milliarden kann man heute schon sagen. Mit größter Leichtigkeit teilen sie ihnen Nachrichten, Vorstellungen und Belehrungen mit, die ihnen auch für die Stunden der Ruhe und Erholung als Geistesnahrung dienen können. Unter den letztgenannten Erfindungen haben in unserer Zeit der Film, der Funk und das Fernsehen den größten Aufschwung genommen. Und jetzt bitte ich meine lieben Zuhörer zu berücksichtigen, dass ich das lese im Jahr 2016. Damals kannte man noch keine sozialen Netzwerke wie Google+, Facebook, Twitter, Pinterest, was weiß ich, was es da alles gibt. Damals kannte man noch kein Internet. Damals kannte man noch keine alternativen Medien. Man kannte nur die normalen Medien, und auch die alternativen Medien fallen unter die Kontrolle des Papstes. Werdet ihr ja sehen. Und wenn ihr mal solche Leute anschaut wie Alex Jones, David Icke, Michael Tsarian, Jordan Maxwell, die lügen, wenn sie die Schnauze aufmachen. Aber der Punkt ist, das ist eben kontrollierte Opposition. Der Punkt, den ich sagen will, ist, ihr müsst immer berücksichtigen, was ich jetzt lese, ist 1957 geschrieben, wo es noch kein Internet gab, wo es noch keine sozialen Netzwerke gab, wie wir sie heute kennen. Und natürlich sind im Laufe dieser weiteren Erfindungen, die im Laufe der letzten Jahre jetzt rauskamen, auch diese alle gemeint, wenn hier in Miranda Prosus ich spreche über Funk, Fernsehen und Film. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Nun, was sind denn die Gründe für das Interesse der Kirche, ist der nächste Punkt nach der Einleitung. Ich lese jetzt von der Seite, hier und da mache ich einen Kommentar, aber sonst ist alles, was ich lese, von der vatikanischen Webseite. Kaum waren diese Schöpfungen der Technik in Anwendung gekommen, als auch die Kirche sich ihre mit großer Freude, aber auch mit wacher Sorge annahm. Ja, mit wacher Sorge ist ein anderes Papier, das Papst Pius XII. Mal rausgebracht hat. Solltet ihr vielleicht mal nachschauen. Mit wacher Sorge. Wenn ihr das googelt, Vatikan, kommt ihr dahin. Geleitet von der Absicht, ihre heranwachsenden Kinder in den Entwicklungsjahren vor allen Gefahren zu schützen. Ja, das sagen sie nach außen hin, und sie machen natürlich genau das Gegenteil, weil an ihren Taten werdet ihr sie erkennen und nicht an den Worten, die sie sprechen. Das steht auch so geschrieben. Der Text fährt fort. Ihre wache Sorge erwächst unmittelbar aus dem Auftrag, den sie vom göttlichen Heiland empfingen. Naja, welchen göttlichen Heiland? Über welchen sprechen wir denn hier? In römisch-katholischen Schriften? Nicht den Jesus der Bibel. Geben ja wie allen bekannt die neuen Errungenschaften dem Denken und Handeln des Einzelnen wie der ganzen Gemeinschaft sehr stark eine bestimmte Richtung. Genau. Man wird, wie sagt man das so schön, auf Stromlinie gebracht. Man wird in eine bestimmte Richtung gebracht. Meinungsmache, Manipulation. Früher nannte man das Propaganda, das darf man heute nicht mehr sagen. Heute ist das Public Relations, ja,
öffentliche Meinungsmache. Je größer die Gesellschaft, desto größer die Meinungsmache. Und das ist, um alle Leute auf Stromlinie in die eine Richtung zu bringen. Weil wir sind ja keine Individuen. Wir sind alle eins in dieser großen Weltfamilie. Noch aus einem anderen Grunde beurteilt die Kirche eine solche Erscheinung vor allem unter ihrem eigenen Gesichtspunkt. Und sie zwingt dann auch diesen eigenen Gesichtspunkt allen anderen auf. Der Text fährt weiter. Ich darf nicht so viel unterbrechen. Ich mache einen Kommentar an dem anderen. Sie hat in einem viel bedeutenderen Sinn als alle übrigen, jedem einzelnen Menschen eine Botschaft zu bringen. Also sie, die römisch-katholische Kirche. Die Botschaft des ewigen Heiles. Eine Botschaft unvergleichlicher Fruchtbarkeit und Macht. Eine Botschaft endlich, die alle Menschen aller Völker und Zeiten übernehmen und umfassen müssen. Wir müssen das, sagt sie, die Kirche. Indes müssen wir leider das Wort des Völkerapostels wiederholen, das ist Paulus, den Sie hier zitieren, nicht alle leisten dem Evangelium Folge. An dem Evangelium der römisch-katholischen Kirche leiste ich keine Folge. Nee, das tue ich nicht. Denn auch auf diesem Gebiet fehlt es nicht an solchen, die dem Lehramt der Kirche weder Verständnis noch Anerkennung entgegenbringen. Ja, die ihm auf jede Weise entgegenarbeiten. Ihr kennt sie, die von ungeordneter Gewinnsucht getrieben werden oder die vom Irrtum verblendet der Würde und Freiheit der menschlichen Natur nicht den gebührenden Platz einräumen oder die endlich über die Kunst in allen ihren Formen eine mit der Wahrheit nicht vereinbare Ansicht vertreten. Eine nicht mit der Wahrheit vereinbare Ansicht vertreten. Okay. Das Problem ist, dass der römische Katholizismus, dass die römisch-katholische Kirche eine Wahrheit vertritt, die 180 Grad gegenüber der Wahrheit ist, die Gott in seinem Wort, der Bibel, gegenüber uns vertritt. Also, zum letzten Mal, seid euch davon bewusst, wenn ihr sowas lest, wie ihr das zu verstehen habt. Freiheit des Sendens, fährt der Artikel fort. Da aber die Kirche, die Lehrerin des Heilsweges, alles innehat, was zur Heiligung notwendig ist, besitzt sie das unverletzliche Recht. Die römisch-katholische Kirche besitzt das unverletzliche Recht, auszuteilen, was ihr in göttlichem Auftrag anvertraut ist. Diesem geheiligten Recht entspricht die Pflicht der Männer des öffentlichen Lebens, und zwar so, dass ihr der römisch-katholischen Kirche zur Verbreitung von Wahrheit und Tugend auch zu den neuen Zweigen der Technik der Zugang offen stehen muss. Punkt. Also ich spamme jetzt einen großen Kommentar. Setz mal eben auf Pause und denk selbst drüber nach, was ich gerade vorgelesen habe. Besonderheiten des Sendens durch die Technik des Ton- und Bildfunks. Unter den verschiedenen technischen Formen nehmen, wie wir ausgeführt haben, jene heute einen besonderen Platz ein, die in größter Weite und Breite dem Ohr und Auge durch Stimme und Bild alle Arten von Mitteilungen zukommen lassen. Diese Art, Bild und Stimme zu übertragen, ist nach der Lehre des Aquinaten auch für den Bereich des Geistigen der menschlichen Natur sehr angepasst. Zitat: Es ist, so sagt er, dem Menschen natürlich, durch die sinnenhaften Dinge zu den Geistigen zu gelangen. Denn alle unsere Erkenntnis nimmt ihren Ausgang vom Sinnenhaften. Zitat Ende. Besonders der Gesichtssinn, weil edler und höher stehend als die übrigen Sinne, führt leichter zur Erkenntnis des Geistigen. Wie sagt man so schön? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Deshalb sind die drei vorzüglichen technischen Sendemittel, durch welche der Laut an das Ohr und das Bild an das Auge von fern her übertragen werden, also Film, Funk und Fernsehen, nicht allein für Erholung und Entspannung da, obwohl nicht wenige Hörer und Zuschauer nur darauf aus sind, sondern hauptsächlich zur Verbreitung von Werten, die für die Kultur der Seele und das Wachsen in der Tugend Bedeutung haben und so nicht wenig zum haltbaren Aufbau der heutigen Volksgemeinschaft beizutragen vermögen. Werte. Und wer bestimmt, welche Werte gut und schlecht sind? Die römisch-katholische Kirche. Der Antichrist. Der Teufel.
Der sagt dir, welche Werte gut sind und welche Werte schlecht sind. Tatsächlich bieten diese technischen Mittel leichter als das gedruckte Wort die Möglichkeit geistiger Zusammenarbeit und geistigen Austausches. Zunächst zur Pflege weltlicher Kultur. Die römisch-katholische Kirche jedoch, die Kraft der ihr anvertrauten Sendung die ganze Menschheit umfasst. Hallo? Die ganze Menschheit? 1,5 Milliarden sind im Augenblick sozusagen in der römisch-katholischen Kirche. Dann gibt es die Protestanten, dann gibt es die Buddhisten, die Hinduisten. Und das Problem ist, dass die römisch-katholische Kirche hier recht hat. Weil nach dem Treffen 1986 in Assisi und später nochmal, ich glaube 10 Jahre später, 1996 in Assisi, und ihr könnt das ja selbst mal anschauen, wo sich der Papst mit all den ganzen verschiedenen Vertretern der anderen Glaubensrichtungen, der anderen Religionen zwischen Anführungsstrichen trifft und wie die alle unterzeichnen, dass sie doch alle zusammengehören. Also hat er wirklich recht hier, dass die katholische Kirche jedoch die Kraft der ihr anvertrauten Sendung die ganze Menschheit umfasst, das stimmt. Sie umfasst die ganze Menschheit, nur sind die meisten sich da nicht von bewusst. Wünscht die Einheit aller im gemeinsamen Besitz befindlichen echten Werte. Das also soll der erste Zweck von Film, Rundfunk und Fernsehen sein, dass sie der Wahrheit und dem Guten dienen. Wobei eben, wie gesagt, der Teufel bestimmt, was Wahrheit und Gut ist. Ein kleiner Paragraph unter dem Abschnitt Filme für die Jugend. Wie sollten wir nicht erschrecken bei dem Gedanken, dass durch das Fernsehen auch in das Familienheim jene vergiftete Luft des Materialismus, der Oberflächlichkeit und der Sucht nach Lust eindringen kann, wie man sie nur zu häufig in den Lichtspielen einatmet. Ende Zitat. Das war 1957, da hatte noch nicht jeder einen Fernseher. Und die Angst war, wenn sich das ausbreitet, dass dieselben Materialismus, Oberflächlichkeit nach Sucht und Lust und so weiter eindringen kann, in das Familienheim eindringen kann, wenn der Fernseher sich weiter verbreitet. Das Problem ist, alles, was daher in den Dingen, die ich gerade besprochen habe, bis jetzt in den Kinos, in den Filmfestspielen, in den Lichtspielsälen verbreitet wurde, ist ja auch römisch-katholisch. Also, wenn ihr euch heute mal den Fernseher anseht, da ist ja wohl nicht viel Biblisches bei, oder? Abgesehen davon, dass der Fernseher sowieso des Teufels ist. Davon mal abgesehen. Gibt es ein anderes interessantes Zitat von Anton LaVey, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Die Filmschaffenden, fährt er fort, also der Vatikan hier. Verantwortung lastet aber nicht nur auf den Zuschauern, die mit dem Kauf einer Eintrittskarte gewissermaßen jedes Mal ihre Stimme für den guten oder schlechten Film abgeben. Größer noch ist die der Kinobesitzer oder der Filmverteiler. Und die Filmspieler, im nächsten Paragraphen aufgeführt, also Schauspieler. Bei der gestellten Aufgabe, das Filmwesen auf bessere Grundlagen zu stellen, tragen die Filmschauspieler einen nicht geringen Teil an Verantwortung. Im Bewusstsein ihrer Menschen- und Künstlerwürde mögen sie wissen, dass es ihnen nicht erlaubt ist, sich für unsittliche Darstellungen herzugeben, mag es sich nun um Einzelszenen oder um ganze Streifen handeln. Tja, was ist denn dann die Pornoindustrie, ganze Streifen? Und was ist Hollywood mit dem ganzen Sex, den sie da rausschmeißen die ganze Zeit? Jeder Schauspieler, der sich durch seine künstlerische Begabung einen Namen erworben hat, also mit anderen Worten, jeder, der seine Seele an den Teufel verkauft hat und in Geheimgesellschaften mitwirkt oder Jesuiten trainiert und ausgebildet ist, wie zum Beispiel in Georgetown in den Vereinigten Staaten von Amerika, die viele Schauspieler vorgebracht hat, wie zum Beispiel Russell Crowe und andere, muss das Ansehen, das er genießt, benutzen, um im Gemüt des Volkes edle und erhebende Empfindungen zu wecken. Wie gesagt, edle und erhebende Empfindungen nach dem Urteil der römisch-katholischen Kirche, nicht nach dem Urteil Gottes, des Gottes der Bibel. Auch muss er daran denken, der Schauspieler, dass es vor allem seine Pflicht ist, den Mitmenschen in seinem Privatleben das gute Beispiel eines Tugendlebens zu geben. In seinem Privatleben, das heute so offen liegt,
wie die Beine von Paris Hilton, wenn sie aus dem Taxi steigt und 1000 Fotografen das knipsen, dass sie keinen Slip trägt. Hallo? Das ist also das gute Beispiel geben, ja? An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. In einer Ansprache an die Schauspieler fährt der Artikel fort, haben wir gesagt, Zitat, jedermann begreift die heftige Gemütsbewegung, die euch erfasst und mit Freude und Hochgefühl durchströmt von vor einem Publikum, das auf euch schaut, das nach euch verlangt, ein Publikum, das euch zujubelt, das um euch tobt. Obwohl solches Empfinden erlaubt und recht ist, darf es doch nicht dazu führen, dass der christliche, also der römisch-katholische Schauspieler, ja, christlich wird gesagt, das andere ist der Fakt, vom Publikum Ovationen entgegennimmt, die schon fast, das kann man streichen, das Wort, fast, an Götzendienst erinnern. Ende des Paragraphen über die Schauspieler. Macht euch da mal eure Gedanken drum. Die sogenannten Stars und Sterne, wie man das halt im Deutschen dann sagt, ne? Die tollen Schauspieler und alles drum und dran. Das ist doch Götzendienst der modernen Art. Das ist doch ganz natürlich, das ist doch Götzendienst. Die werden vergöttert und es wird kleinen Kindern schon so mit reingegeben, um sie zu vergöttern. Und ich hänge mir das Poster auf von dem und ich schaue auf dem seine Website und ich folge dem auf Facebook und. Das, was ist das anderes als Götzendienst? Also ihr seht, was die römisch-katholische Kirche auf der einen Seite schreibt und ihr seht, was sie auf der anderen Seite durchführt. Eine absolute Perversion der Gesellschaft. Der nächste Teil handelt von dem Erzeuger und dem Regisseur. Der größte Teil der Verantwortung aber, obwohl auf verschiedener Ebene, fällt auf die Erzeuger und Regisseure. Jedoch steht das Bewusstsein um diese Verantwortung ihrem edlen Tun, ja, was daran so edel ist, weiß ich nicht, nicht im Wege, sondern ist eher dazu angetan, Menschen guten Willens, die über das notwendige Kapital und das erforderliche Talent zur Herstellung von Filmen verfügen, Mut zu machen. Menschen, die über das nötige Kapital verfügen, da muss ich jetzt leider nochmal kurz abschweifen und ich glaube, ich werde das Video gleich hier stoppen und dann in zwei Teile machen. Seid mir nicht böse, aber das wird sonst zu lang. Ich habe vor einiger Zeit ein in Hour of the Truth immer von den Signs of the Times gelesen. Und in einem Teil davon kam es darin vor, wer die wirklichen Gründer der ersten großen amerikanischen Hollywood-Filmproduktionsfirma, Filmfirma waren. Ich schaue mir das mal eben nach. Okay, ich habe es gefunden. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Hour of the Truth-Folge ich das vorgelesen habe. Und ich werde es jetzt mal eben vorlesen und werde versuchen, das dann ins Deutsche zu übersetzen, so aus dem Stegreif rauf. Daryl F. Zanuck und Joseph Schenck, die Gründer der Hollywood-Filmstudios 20th Century Fox, haben ihr Geschäft gegründet in 1930 mit einem 3 Millionen Dollar Darlehen von der Bank of America, also Bank of America, die früher auch bekannt war als Bank of Italy und die anscheinend, also unterstellt man, gegründet wurde von Amadeo Pietro Giannini, der Sohn von italienischen Immigranten. Aber im Allgemeinen berücksichtigt man hierbei, dass sie Eigentum ist der Jesuiten und des Vatikan. Diese Annahme, also dass die Finanzierung der Filmindustrie oder des meist erfolgreichen Filmstudios in der Filmindustrie von einer jesuitischen oder vatikanisch kontrollierten Bank kam, wird unterstützt bei den Filmen, die sie machen. Die sind alle dazu vorgesehen, um soziales, socially engineering zu machen, also soziales, also social engineering, gehe ich mal davon aus, dass ihr sie jetzt versteht, um das amerikanische Publikum den Katholizismus dichter beizubringen und sie zu degenerieren von ihren amerikanischen und christlichen Prinzipien. Das war der Hauptgrund. Und wenn wir uns dann die Filme angucken, die sie gemacht haben, zum Beispiel Gone with the Wind in 1939,
ein Film, wo die konföderierten Soldaten als die Helden dargestellt werden und die Südstaaten als die großen Verbrecher. Es war der am meisten geldbringende Film bis in die 60er Jahre hinein. Danach kam der Film Inherit the Wind, basierend auf dem 1926er Scopes Money Trial. Und der Film degenerierte das Christentum und die Schöpfung und hat die Evolution emporgehoben. Danach kam der Film Elmer Gantry, ein Film über einen betrunkenen christlichen Vertreter, Traveling Salesman, also ein Vertreter. Und so, kleine Störung mit dem Telefon, aber schon vorbei. Also dieser Elmer Gantry war also ein Trunkenbold, ein christlicher Handelsvertreter, der eine weibliche who seduces a psychic female tent evangelist, also der eine Frau verführt, die als Evangelistin tätig ist, also Leute zum Evangelium bringen will. Und am Ende des Filmes findet Gantry seine Erlösung in der römisch-katholischen Kirche. Also wird hier ein Protestant zum Katholizismus bekehrt. Und dann ein Film, den ihr sicher alle kennt, The Sound of Music. Von vielen Menschen auf der ganzen Welt absolute Favorit in ihren Filmen. Auch der am meisten Geld reingebracht hatte, mehr als Gone with the Wind. Natürlich nicht mehr zu vergleichen mit den heutigen Blockbustern, wie man das so nennt. Aber die meisten Filmgänger würden die Idee haben, dass wenn sie diesen Film sich anschauen, dass das nicht irgendwie besonders mit katholischer Propaganda zu tun hat. Weil die Helden in diesem Film sind glückliche, liebe Nonnen, die die Trapp-Familie vor den Nazis, vor den bösen, teuflischen Nazis, wie es hier steht, erretten. Dieses Mysterium, diese Mythe ist besonders ärgerlich, weil genau das Gegenteil wahr ist. Nachdem die Nazis den Zweiten Weltkrieg verloren hatten und die römisch-katholische Kirche ihre Kloster, und zwar sowohl die mit weiblichen Nonnen als die mit männlichen Mönchen, gebrauchte, um Nazi-Kriegsverbrecher zu beschützen und zu verbergen und sie auch noch abzuschieben nach entweder Südamerika oder auch in die Vereinten in die Vereinigten Staaten von Amerika, weil die haben alles genommen, was sie gebrauchen konnten. Da solltet ihr mal Operation Paperclip googeln und euch darüber informieren. Das ist also bekannt, dass tausende Nazi-Kriegsverbrecher nach dem Krieg über die, wie man das so schön sagt, die vatikanischen Rattenlinien, Vatican Red Lines nennt man das, aus Europa geschmuggelt wurden, nach Amerika hingeschmuggelt wurden. Und dann gab es auch natürlich noch diese ganzen Western-Movies, wie ihr euch sicher erinnert, aus den 50er Jahren, diese ganzen Western-Filme, wo zwischen Anführungsstrichen richtige Männer in den Salon gingen und sich getrunken haben und mit Fäusten gekämpft haben und mit Pistolen gekämpft haben. Nur eins taten sie nicht. Sie gingen nie zur Kirche. Also, und 20th Century Fox ist also gegründet aufgrund eines Kapitals, das ihnen geliehen wurde von der Bank of America, die gegründet wurde von Amadeo Pietro Giannini als Bank of Italy und die dem Vatikan und den Jesuiten gehört. Wie denen heute auch Federal Reserve gehört. Die Federal Reserve ist weder federal, noch hat sie irgendwelche Reserven liegen. Also von daher dieser komische Name schon mal. Sollte man sehr vorsichtig mit sein. Aber ich denke, dass ich damit jetzt eben diesen Teil des Kapitel 9 von Herrscher des Bösen abschließe. Und ich habe die wichtigsten Sachen noch gar nicht vorgelesen, also lasse ich euch ein bisschen auf der Spitze des Stuhls in Erwartung dessen, was noch kommt. Oder ihr sucht euch das selbst raus und lest selbst mal Miranda Prorsus und Inter Mirifica.
Ich hätte natürlich auch ein einzelnes Video darüber machen können, aber ich finde, da das hier in Tapas Horsey vorkommt, es ist ein sehr wichtiger Teil in dem Buch Rulers of Evil und es passt da eigentlich gut rein und von daher nicht verkehrt, das jetzt hier zu vermelden. Und ihr könnt dann selbst ein bisschen eure Recherchen machen und im nächsten Teil werde ich mit Miranda Prausus fortfahren, dann Inter Mirifica vorlesen und den Abschluss des 9. Kapitels vornehmen und dann sind wir ja schon bei Kapitel 10 angelangt. Von 25 Kapiteln. Ich mache also langsam Fortgang. Und das Wichtige ist, dass es euch gefällt. Und dass ihr, wenn ihr Englisch könnt, kann ich euch nur anraten, ladet euch das Buch runter aus dem Internet. Das gibt's gratis als PDF. Lest das Buch selber und noch andere Dinge. Und vor allen Dingen vergesst eins nicht. Das Studieren des Wortes Gottes in der Bibel. Nehmt die Luther 1912, nehmt die Schlachter, nehmt die Elberfelder. Ihr könnt alle nehmen, die ihr wollt. Mir ist es wurscht, welche Bibel ihr gebraucht. Der Punkt ist nur, wirklich unkorrumpiert ist nur die King James. Und wenn man Englisch kann und die King James versteht und man vergleicht die mit den anderen Bibeln, die ich jetzt gerade genannt habe, dann werdet ihr sehen, wo die Fehler da drin sitzen. Und geht jetzt zu weit, dass ich das jetzt machen würde. Aber ich würde sagen, nehmt euch die Bibel zu Herzen, lest die Bibel, lest das Wort Gottes und nehmt Abstand von dem Gnostizismus der Menschenlehre. Und kehrt zurück zu der Lehre, was Gott uns gelehrt hat und wie Gott findet, dass wir uns lehren sollten, was wir lernen sollten, was wir uns anschauen sollten und was wir wissen sollten. Weil sein Gesetz ist das Gesetz, das uns das ewige Leben schenkt und nicht das Gesetz des Antichristen. Das schenkt uns den ewigen Tod. Muss man ja mal so klar und deutlich sagen. Also nächstes Mal fahre ich dann bei Erzeuger und Regisseuren fort. Und werde da weiterlesen. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ihr könnt da was mit anfangen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Jogler66 meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal, dass Gott euch beschütze auf allen seinen Wegen und auf allen euren Wegen. Und dass er euch führt auf dem schmalen Pfad, der zu dem schmalen Tor der Erlösung führt. Zu Jesus Christus. Der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und der Einzige, der Sünden vergeben kann. Und der Einzige, der zum ewigen Leben führt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch. Tschüss.